Nö. So, wir sollen ja nicht lange warten. Es konnte nur einer von uns beiden gewinnen. Halt die Klappe, ich wollte gar nicht gewinnen. So, irgendwie... Oder... verwirrt. Warum ist das so? Okay, das ist kacke. Ja gut, dann löschen wir halt die Zuglinie. Ja. Ja, ist ja gut. Was? Achso. Zufällige Panne. Ja, was ist denn? Weiterhin kostet 60.000. Machen wir das mal. Ach du Scheiße. Eieieiei, wir brauchen Geld. So, um dich da hinten kümmern wir uns auch nochmal. Später. Weiß ja nicht, warum der nicht will, aber er will wohl nicht. 280. Ach komm, bei mir kann dein Mitarbeiter wenigstens noch etwas lernen. Ja. Zu müffeln wie sonst was. Nee. Hab ich jetzt den ausgewählt? Ja. Oh. Oh, ich habe gerade erst bemerkt, dass wir Ihre Nachbarn sind. Oh, das ist ja vorzüglich. Oh,
Ich habe gerade erst bemerkt, dass wir ja Nachbarn sind. Willst du das nochmal sagen? Dann gebe ich dir aber sonst aber so was Richtiges auf die Nase, weißt du das? Was man denn für Baumwolle irgendwie. Was Besonderes? Ich bin einfach nur blöd. Funktioniert offenbar. Ach, das meint er mit Nachbarn. Die Sau. Ich mach mich dazu langsam noch krank. Wie lange steht ihr da eigentlich? Gefühlt schon Ewigkeiten. Kommt der Lobby nie weg. Was meint ihr mit Hilfe, kann nicht erreicht werden? Und warum soll es überhaupt erreicht werden? Na, was für Hilfe Buffalo ist. Und der mit Vieh zurückkommt.
Das geht hier gerade mächtig schief. Oh Gott, Rip Money. So. Dann müssen wir nochmal. Sowas Feines basteln. Jetzt kommt die Sau da schon wieder nicht weiter, ne? Holy shit! Ich bin verwirrt. Und leicht schockiert. Und ich fährt dann unten weiter, das ist schon mal gut. Ich bin ja schon kurz davor.
komplett separates Gleis zu legen. Oben Pittsburgh herum. Da habe ich so gesehen, das Gleis verlege. Was leider nicht möglich ist. Was? Kein Preis. Schon den Preis. Ich glaube, es wäre. Ist halt immer noch nur ein Test, ne? Ich bezweifle immer noch, dass es funktioniert. Weil es die ganze Zeit auch nicht funktioniert hat mit Pittsburgh und dem mit der Baumwolle. Die KI geht, glaube ich, ab da. Moment, warte. Nee, gar nicht. Ich kann noch, was? American Central, neuer Bahnhof. Derzeit 8 Bahnhöfe angeschlossen. 8, 1, 2, 3, 4. Okay, insgesamt 8. Nee, Moment. Insgesamt mehr als 8. Hä? Firmenchef Doc Murphy, das. Achso, der 8 Bahnhöfe schon. Alles klar. Der Polizist Joshua Jones hat einen neuen Partner, während er sich auf Streife befand. Traf er auf die kleine Lucy, die einen übergroßen Teddy mit sich trug. Diesen schenkte sie kurzerhand Joshua, um ihn zu beschützen. Der Teddy hat nun einen festen Platz in der Polizeikutsche. Nett. Nett, nett, nett. Sehr schön. Sein Spinner noch Volldampf, das sind wir. John Bull 0-40 erreicht 28 Miles per Hour. Sehr schön, das finde ich gut. Kutschendieb unfähig. Der Dieb einer Kutsche kam in Omaha, Nebraska, nicht weit. Der 21-Jährige schaffte es zunächst nicht, die Pferde in Bewegung zu setzen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd gelang es ihm anschließend nicht, die Pferde zu bremsen. Die Kutsche überschlug sie und der Dieb fiel in die Arme des Gesetzes. Diesen Rekord gönne ich dir. Diesen Rekord gönne ich dir. Aber jetzt kommst du nicht weiter, weil du auf das Film. Jetzt muss das wieder. Fracht ändern. Dämliche Scheiße. Marktschreier, neuer Werbeheizer, hinterlistig. Weiß nicht, ob ich den haben will. Klingt gut. Nee. Ich will erstmal Geld reinbekommen. Das ist mir gerade viel wichtiger. Dass wir dann auch nach New York kommen. Bewerber, Heizer, Linselistik. Marktschreier und Reporter. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Machen wir diesmal nicht.
Alles klar. Vielleicht liegt das auch daran, weil du falsch fährst.